Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AnnyRayP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla. In der letzten Folge wollten wir eigentlich hier nach, wie heißt die Stadt nochmal? Sapstraf. Ja, so muss das heißen. Aber uns wurde der Weg von da unten blockiert von irgendwelchen Typen. Deswegen müssen wir ja einen Umweg nehmen durch diesen Sapstraf-Tiefwald. Okay. Kein Ding. Mit mir kann man es ja machen. Und Top-Priorität ist es natürlich, Elise zu beschützen. Aber dafür sorge ich schon. Quite a dense forest. Let's try to stick together, okay? Bäume. Wölfe. Elise. Warum guckst du so blöd? Ja, genau. Hau ab. Was war das? War es uns vielleicht warnen? Gott, der Spanner. Even the spud is getting gutsy. Let's go. Na gut. Ja, wir können da durch. Ja, das habe ich im Trailer gesehen. Vor was weiß ich wie vielen Jahren. Schön. Als wäre man wirklich dort. I'm not so good with these tight passages. Must be this astonishing physique of mine getting in the way. Ja, genau. Wir sind einfach zu riesig. Das stimmt. Hä? Wie ist das Ding da durchgekommen? Auf einmal, bam. That thing's got reach. It can hit all of us with ease. This could pose a problem. Elise, keep your distance. We can't look after you and fight at the same time. Stay back. Jude! Hey. Damn it. I can help. Yes, eine Heilerin. You healed us? Glad you brought us along now, huh? So. Sind wir jetzt so viert? Jawohl. Bam. Jawohl. Endlich zu viert. Lisa hat sich jetzt offiziell angeschlossen. Da. Seht ihr euch an. Jetzt haben wir einen Heiler. Jetzt machen wir alles platt. Ja, schön. Finde ich sehr schön. Ah, schön, wir haben jetzt ein Vierer-Team. Imagine a little girl wielding arts like that. Elise, you saved us. It's okay, Elise. There's nothing to be scared of anymore. That's not it. You two need to make up. Pals need to stick together. I promise I won't get in your way again. Honest. You heard the little lady. Now make nice with Jude here for Elise's sake. Make nice? It's not like I'm angry or anything. That's not how it looks to me. You were getting along better before. I'll do my best, okay? Why do I suddenly feel like the villain here? Fine, all is forgiven. Na, kein Problem. Wenn Mina was dagegen hat, schmeißen wir sie raus. Also, Mina. Sorry for making you worry. And thank you.
This is some serious friendship stuff right here. Level 99 on the friendship meter. Elise's arts could really help us in a pinch. Don't you think so? Agreed. Thank you, Elise. I'm counting on you. Sally forth, pals! Ich habe immer so ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn sie rot wird. Never expected a channeler like her to be along for the ride. Ja, im Gegensatz zu dir traue ich ihr sogar. So, wir haben Elise in der Party. Super. Und sie ist schon Level 10, Gott sei Dank. Und sie hat Liliumkugel, das ist ja noch besser. 18 Stück. Ehrlich, ich kann alle verteilen noch? Oder ist das nicht die Zahl? Doch, ich kann wirklich 18 Dinger verteilen. Ach du Kacke. Da werde ich ja den Rest des Parts hier nur noch drin sein. Nee, das gibt's doch nicht. Na gut. Ja, was mache ich denn da? Muss ich erst mal gucken, was die überhaupt hat. Erhalte bei jedem Sieg bei einem Feind 2% TP. Verhindert Angriffe von hinten. Durch Abwehr um einschließlich Zauberstutz. Technikpunkte. Ja. Und auf jeden Fall. Verarzten. Was? Reinige eine Blase, bedeckt einen Verbündeten und teilt ihn von allen Staatskrankheiten. Geil. Levelwiederherstellung. Zauberschutz. Tipo Spray. Tipo spuckt Feuerbälle. Wenn Tipo aus ist, sind die Projektile größer, haben aber eine kürzere Reichweite. Okay, keine Ahnung, was das bis jetzt bedeutet, aber na gut. So, ich baller sie erstmal auf Intelligenz voll hoch. Wegen Zauberstärke und so. Und was gibt's noch? Stärke brauchst du jetzt nicht so. Und das baller ich auch mal hoch. Ganz einfach so. Zauberschutz und Levelwiederherstellung. Weil so lange möchte ich jetzt auch nicht. Oh, geil. So lange möchte ich jetzt auch nicht damit verbringen. So, mehr TP, was auch immer da von der Technik ist. Erde bei einer erfolgreichen Blitzabwehr. Achso, okay. Windschutz, FP werde ich auch mal nehmen. So, was haben wir hier noch? Jetzt gucke ich mal auf die Techniken. KP. Das ist natürlich beim Heiler sehr vom Vorteil. AZ Maximum. Rückendeckung, verhindere Angriffe von hinten. Dann nehme ich mal hier Tipo Spray. Geil. Resistenz gegen Wind. Dann nehmen wir hier. Ja, nehmen wir das hier noch. Er hat schon gleich alles gelernt. Mehr KP. Sie hat nur noch voll. Sie hat nur wirklich 500 gleich. Gibt's doch nicht. So, Erdschutz, KP gewinnen. Ja, dann hier. Oder sollte ich mich erstmal drauf. Ich hätte mich vielleicht. Ich Idiot. Na gut, dann nehmen wir hier Vitalität. Ich muss ja die Schlüsseldinger hier aktivieren. Damit sie überhaupt neue Techniken bekommt. So. Hätte ich auch eher dran denken können. Dann hätte ich vielleicht nicht so viele Schwachsinnsdinger hier erstmal genommen. So, was haben wir denn hier noch? Immunität. Krieger. Ist Tipo aus, wird die Angriffsstärke von Arzt um 1,5 vervierfacht. TP Maximum plus 5. Heilender Kreis. Geil. Zauberer ist Tipo 1 mit der Effektivität von Geisterarzt. Okay. Anscheinend kann sie hier irgendwie so einen Modus wechseln. Okay, kein Problem. So, ich möchte aber erstmal hier. Wo war es? Hier, ne? Maximal TP plus 5. Nein, so kommen muss ich. Erstmal hier nehmen. Okay. Hätten wir das mal erledigt. Hat ja überhaupt nicht lange gedauert. So, jetzt die Fertigkeiten. So, sogar damit hat sie schon. Okay. Ja, mit Abwehr. Das kannst du auch nehmen.
Mehr KP, mehr TP. Levelwiederherstellung, Rückendeckung. Windschutz nehmen wir mal. Bei ihr ist das wichtiger. Ja, und ja. Also fast alles. So, habe ich bei jemand anderen? Nö. Gucken wir mal die Ausrüstung. Zubehör. Ach, ich vergesse mal Zubehör zu kaufen. Ja, viel Verteidigung, würde ich sagen. So, und sie hat auch, glaube ich, eine Alternativfarbe schon mal. Oh, wie eine Prinzessin. Lassen wir erstmal so. Ein grünes Band. Sie hat also Bänder, okay. Und Stäbe natürlich. So, dann möchte ich aber noch heilendes Medium. Yay! One step closer to adulthood! Tipo! Don't say that so loud. You're embarrassing me. Ja, und das ist doch voll süß. So, jetzt möchte ich aber noch einen Kampf mit ihr machen. Ach, die Zeit reicht dann auch locker. Weißt du, wo soll ich denn als erstes hin? Upsala, ich hoffe, ich bin jetzt nicht am Mikro gekommen. Hallo, Monsters. Lasst euch plätten von mir. So, Elise. Okay, sie greift hier mit dem Stab. Ich sollte vielleicht mal gucken, was sie überhaupt kann. Powerhammer. Sie hat Powerhammer. Geil. Wirf eine Spielzeughammer nach deinen Feinden, um sie zu überraschen und zu betäuben. Okay. Tipo Spray. Hier spuckt Energie. Wenn sie größer haben, aber hier eine kürzere Reichweite. Wenn ich mal wüsste, wie man hier das Tipo ein und Tipo ausmacht. So, Heilarzt mache ich mal hier. Heilt 10% der KP von Verbündeten in Reichweite. Wenn TP. Das wäre mehr KP geil und die Reichweite. Okay. Wer schon hinkriegen. Nein! Aua! Wie kannst du es wagen? Ja, ja. Physisch angreifen ist nicht drin. Sie benutzt Tipo als Schild. Da! Ah. Mann! Hilf mir mal jemand! Ich habe noch kein einziges Mal damit getroffen. Ah. Ich sollte meinen einen Angriff einsetzen. Aua! Was? Ich hab geköttelt, was? So, gut. Tipo. Elises Fähigkeit Tipo-Verschiebung. Wenn Elise ihre Stichelei verwendet, wechselt Tipo zwischen den beiden Möglichkeiten hin und her auf Elise zu sitzen oder in kurzen Abstand vor ihr in der Luft zu schweben. Wenn Tipo auf Elise sitzt, werden ihre Geister stärker und sie kann effektivere Distanzangriffe durchführen. Wenn Tipo in einer Entfernung vor Elise schwebt, werden ihre Kriegsart stärker und sie wird effektiver im Kampf. Okay. Sticheleien. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ist jetzt hier dieses Taunten? Mit L3 habe ich da nicht mal versucht und das ging nicht. So, FP. Du bekommst mal FP. Einfach so. Und Avridacci, genau. Ich lehre dir das einfach mal. Gucken wir uns das im nächsten Part an. So, dann würde ich erstmal sagen, das war's für diesen Part. Und wir sehen uns im nächsten Part. Festelspiele mit Monstern. Okay, das ist schon wieder vielversprechend an.